Marius angeschrien, der 20 Tonnen Next Level Parcours. Ey, ich bin echt hyped auf das Event. Let's go! Es geht jetzt wirklich los, ne? Seit Januar drauf gewartet und gehofft, dass es wirklich passiert. Feedback zum Projekt gestern war einfach viel, viel zu krass. Ich bin mega hyped. Ein bisschen Schiss ist auch mit dabei, weil wir müssen bis Mittwoch halt diesen Parcours aufbauen. Heute Tag hat schon wieder richtig beschissen angefangen. Ey, warum war mir klar, dass dieser Satz kommt? Egal was für ein Projekt ist, egal was irgendwelche Leute machen, ey, der Tag hat so scheiße angefangen. Das ist irgendwie ein Standardding, oder? Es muss einfach scheiße anfangen, um am Ende richtig geil zu werden. Ist halt so. Oh, meine Stimme ist Rein weg. formmäßig ist der Parcours jetzt fertig. Wir können jetzt mal ohne Brille schon mal einmal durchlaufen, alle Hindernisse testen. Ich hoffe einfach, das klappt. Ich hoffe einfach, das klappt. Glaub mir, Marius, ich hoffe auch, dass es klappt. Aber es wird einfach geil, glaube ich. Ey, Tag 2, ne? Erster Tag. Ich wollte gerade sagen, was Ich, ja, für ich bin schon einen Tag Tag weiter, ja, keine Ahnung. Erster Tag Aufbau. Ist gerade mal 13 Uhr. Ich weiß gar nicht, was wir den ganzen Tag noch machen sollen. Alright, unsere Ladung ist da. Das, was wir alles eingeladen haben, das muss jetzt alles rüber hier in What the unsere fette fuck? Halle. Alter. Das piept mal laut. 20 Tonnen, das muss ich mir Das mal ist so meine vorstellen, ne? Gewichtsklasse. Tillmann, läuft es gut? Ja, perfekt. Was soll er sonst sagen? Hier oben startet man übrigens vom Parcours. Das heißt, das erste Hindernis ist quasi erstmal hier runterspringen. Und wie ihr sehen könnt, ey, hier wird gerade alles aufgebaut. Schau euch das mal an. Da oben werden gerade schon Sachen angebracht. Die ganzen Traversen, die sind oben mit so einem Klemmen festgemacht. Wir sind ja mit dieser Hebebühne, ich bin jetzt erstmal heute Hebebühne gefahren, heute hochgefahren. Ey, ganz ehrlich, Hebebühnen gehen ja nur hoch und runter. Aber wenn ihr bei der Arbeit langweilig ist, können Hebebühnen richtig, richtig geil sein. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Ach du Scheiße. Was bringt ihr jetzt hier oben genau an? Wir bringen hier oben die Hängepunkte an, damit wir die Traversen aufhängen können. Fürs Licht dann, ne? Ja. Wie hoch ist denn das? Sechs, sieben. Boah. Hier wird's nicht runterfallen, ne? Na, circa 7 Meter sind das, ne? Ey, ich freue mich so hardcore auf Das ganze Ding Sonntag. hier geht über die komplette Länge der Halle fast. Und hier hängt wirklich ja jeden Meter eine Lampe. Es sind ja, wie gesagt, so knapp 90 Lampen hier. Das ganze Ding wird knapp 4 Tonnen ungefähr. Das hieven wir gleich alles nach oben. Ey, ihr müsst mir vorstellen, 4 Tonnen allein das Licht. Das heißt, wenn du nach oben guckst, bist du einfach blind. Übertreiben sie natürlich. Alter. Können wir das Licht auch mal anmachen? Alles sieht so geil aus. Holy shit. Ihr müsst euch ja überlegen, die ganzen Lampen hier, die kann man ja noch bewegen, die können wir in verschiedenen Farben machen. Das wird sick. Erst nur Zähne putzen. Das ist einfach nicht meine Zeit, es ist zu früh. So, LKW Nummer 2. Da ist jetzt der komplette Parcours drin, ne? Bin mal gespannt, wie viel das jetzt ist. Wait, das heißt, der erste LKW war nur die Beleuchtung? Und ein bisschen Kleinkram? What? Krass. Gabelstaplerfahren vermisse ich auch irgendwie. Ist immer so Spaß gemacht. Ich brauche einen neuen Job, wo ich Gabelstapler fahren darf. Das meiste ist jetzt hier schon drin von dem ganzen Material. Hier vorne wird auch schon gerade die Grundebene von dem Parcours aufgebaut. Jetzt sieht man auch mal, wie breit das ganze Ding ist. Und es geht jetzt einige Meter nach da hinten. Wenn wir den ganzen Kram perfekt aufbauen, wird das alles übrigens auch hier per Laser vermessen. Ultra krass. Ach, das wäre eine Heute Tag Schnur. hat schon wieder richtig beschissen angefangen. Wir haben nämlich gemerkt, zwischen Bühne, wo man runterspringen muss, am Anfang, wo der Start ist, bis zum ersten Parcours-Element, sind 6 Meter mehr als wir dachten. Oh, das könnte problematisch sein. Ich glaube, das muss nachgebessert werden. Das heißt, ich musste erstmal noch im Spiel was umbauen komplett. Und nochmal 6 Meter mehr von dem Level bauen. Wäre es nicht theoretisch einfacher gewesen, den Parcours einfach 6 Meter kleiner zu machen? Weil das sind ja auch nur, ja, in Anführungszeichen nur, Steckelemente.
Also wäre es doch einfacher gewesen, einfach den Parcours kürzer zu machen. Aber na gut, er ist der Schlaue von uns beiden, also anscheinend nicht. Das sieht so sick aus, ey, da hat er vollkommen recht. Vor allem der Parcours an sich wird einfach lame. Und weil die es noch nicht wissen, das Event findet hier am 2.5. diese Woche Sonntag ab 14 Uhr statt. Es geht noch ein bisschen was länger, es geht auch bis in den Abend rein. Auf meinem Twitch-Channel, also wer da noch nicht reingefolgt hat, Link ist in der Beschreibung. Und ehrenlos, wer nicht folgt. Das wird geil. Rein formmäßig. Ich sag mal so, ich habe sogar vor, einen Sub da zu lassen. Weil, hey, 2,50 € mehr für sein Projekt. Aber was ich eben gerade sagen wollte, der Parcours an sich sieht ja schon richtig scheiße und wack aus. Aber ich hoffe einfach, dass bei dem Event irgendwie so ein kleines Bild ist, so wie so eine Facecam, so eine Art, wo der Parcours zu sehen ist, aber alles andere in VR. Das wäre richtig geil. Rein formmäßig ist der Parcours jetzt fertig. Der wird natürlich jetzt noch schön gemacht. Das heißt, wir können es mal ohne Brille schon mal einmal durchlaufen und alle Hindernisse testen. Alles, was ihr jetzt seht, macht man mit dieser Brille auf. Das heißt, als allererstes klettert man hier hoch. Zack, zack, zack. Das ganze Ding wird mit Bällebad voll gemacht. Hier kommen 70.000 Bällebad-Bälle rein. Dann geht. What? Auch noch? Na gut, das heißt, klar, logisch, wenn man runterfällt und die erste Welt ist ja so ein Piratenlandschaft mit Wasser und allem drum und dran. Das soll das Wasser symbolisieren. Okay, coole Idee. Jetzt hier rüber, hier drunter her, dann balanciert man hier rüber. Oh Gott, das ist echt. Boah, mit Brille wird es richtig stressig. Hä? Das ist doch so breit gewesen. Da kann man ganz normal gehen, da muss man nicht balancieren. Also Merus, da stellt sich auch schon ein bisschen an, ne? Hier runter. Und dann kommt der große Vertrauenssprung. Hier dran. Und einmal rüber. Und das alles mit der VR-Brille. In echt sieht das jetzt ja auch noch so aus wie so ein Gerüst. Aber da, ihr wisst ja, unser Hauptpartner von dem ganzen Ding ist Microsoft, um genauer zu sein, Xbox Game Pass. Bei Xbox Game Pass gibt es ja über 100 richtig geile Spiele drin. Der erste Link ist übrigens in der Beschreibung. Lasst da mal ein bisschen Love da, die machen das hier alles möglich. Unsere VR-Version von Parcours hat verschiedene Welten in Designs von Spielen aus dem Game Pass. Und die zeige ich euch jetzt mal. Das Geile ist, sind wirklich einfach auch Spiele bei, die ich früher in meiner Kindheit gesuchtet habe. So Age of Empires zum Beispiel, Among Us, Grounded, Sea of Thieves sind auch mit dabei. Also ganz ehrlich, Age of Empires könnte ich heute auch noch stundenlang spielen. Das Game ist einfach geil. Das wird nie alt. Die ganze Map habe ich komplett selber designt, da bin ich unnormal stolz drauf. Und hier seht ihr schon den ersten Bereich, das Game Grounded. Da ist man normalerweise ein kleiner Mensch drin, deswegen ist hier auch alles so super riesig. Weiter geht's hier hoch in den Sea of Thieves Bereich mit so einem geilen Piratenschiff, Wasserfällen. Das Wasser ist halt in echt das Bällebad. Das heißt, theoretisch könntest du, anstatt hier über die Planke zu gehen, einfach ins Wasser springen und durchs Bällebad schwimmen. Weiter geht's dann hier durch, über die Planke in den Among Us Teil. Ihr wisst ja alle, wir haben diesen geilen Among Us 3D Film gemacht. Das Among Us uns bei dem Projekt auch wieder unter zusammen mit dem Xbox Game Pass. Übel geil. Da vorne ist auch diese Auf jeden Schaukel. Fall. Und zum großen Finale, hinten beim Buzzer, haben wir die riesige Burg mit Age of Empires. Ich bin insane stolz auf die Welt, die ich da designt habe. Und wirklich insane stolz, dass uns so viele geile Partner unterstützen. Ey, das sieht auch so geil aus, ne? Ey, ich schwöre, ich hätte am liebsten jetzt 1 Million Follower, dass ich auch eingeladen worden wäre, ne? Ey, weil das einfach so geil aussieht. Nochmal dicker Kuss an Microsoft und den Xbox Game Pass. Erster Link ist in der Beschreibung. Checkt einfach mal vorbei. Die machen das hier alles möglich. Wir haben heute den ganzen Parcours aufgebaut. Die 24 Teilnehmer werden in 8 Dreierteams aufgeteilt. Die Teams werden live im Stream gewählt. Das heißt, wir kennen die Teams vorher noch nicht. Wir haben ja zweimal denselben Parcours nebeneinander. Das heißt, von jedem Team läuft man gegeneinander so ein bisschen Racing-mäßig. Und das Team, was dann zusammengerechnet am wenigsten Zeit hat, gewinnt und kommt halt eine Runde weiter. Wir haben hier mega viel geilen Scheiß, die LED-Wand, hier kommt noch komplett Pyrotechnik rein in den Gang und all das auch nur zur Eröffnung des Streams und fürs fette Opening vom Stream hat Vince einen richtig kranken Score komponiert. Das ist schon ein krasser Sound, ne? Stellt euch vor, der Stream fängt damit an! Mit Lichtshow, Pyro und so. Du hast doch gesagt, ey, ja, wir haben Pyrotechnik und wir haben Lightshow. Das muss ballern. Ja, okay. Der Mann kriegt das, was er will. Here we go. Alter. Also Vincent auf jeden Fall richtig Talent, ne? Der Typ ist richtig, richtig gut. Junge, da hast du mal wieder
so einen Kranken abgerissen. Wenn ihr wissen wollt, by the way, wie die Soundtracks entstanden sind, ne, hier, Vince hat auch noch ein Video zu gemacht, das verlinke ich euch mal. Hier in das ganze Ding kommen jetzt 70.000 Bällebar-Bälle. Oh Gott. 70.000. Nein! Nein! Ah! Oh! Oh, Alter, ey, wie denke ich gerade an Sheldon? Die haben wir übrigens alle gemietet. Das heißt, die kommen dann später wieder zurück, werden nicht weggeworfen oder so. Da auch reinspringen. Wenn wir von morgens bis abends in der Halle sind, haben wir halt keine Zeit mehr zum Schneiden. Deswegen müssen wir die Dokus, die ihr gerade hier seht, auch hier vor Ort schneiden. Und da supportet uns Microsoft auch, nämlich mit Microsoft Surface. Denn hier zum Beispiel zwei Surface Studios stehen. Auf dem einen hier mache ich das ganze VR-Game Development hier vor Ort, wenn wir Sachen am Spiel anpassen müssen und so. Und das, was ich halt super geil finde an dem Teil, ist halt, dass das Ding Touch hat komplett. Das heißt, ich kann hier wirklich durch das Game einfach scrollen mit meinem Finger oder auch einfach Sachen anwählen, was übel geil ist. Ey, ich frag mich, was so ein Bildschirm kostet. Wie viel oder wie tief muss man ins Portemonnaie greifen, um so ein Bildschirm zu bekommen? Fuck! Im anderen Rechner arbeiten wir parallel am Videoschnitt von der Doku, die ihr gerade schaut. Geil ist halt wirklich, Surface empowert uns einfach wirklich hier vor Ort genauso produktiv zu arbeiten, wie wir es halt auch zu Hause machen würden. Und zwar nicht nur mit dem Surface Studio, sondern wir haben zum Beispiel auch den Surface Laptop 4, den wir für organisatorische Sachen super nutzen können hier die ganze Zeit. Was wir im Stream auch ultra viel benutzen werden, ist das Surface Duo. Das ist ein Tablet, was du halt aufklappen kannst. Und das werde ich die ganze Zeit im Stream in der Hand halten. Vor allen Dingen, ich wusste nicht mal, dass diese Dinge überhaupt existieren. Das sieht so krass aus. Da sehe ich dann nämlich einerseits einen Chat drauf und den anderen Bildschirm habe ich trotzdem frei. Deswegen dickes, dickes Danke an Surface. Die haben uns die ganzen Geräte hier geliehen. Dankeschön. Das ist so krass. Ey, das ist so, so geil, ne? Wir konnten ja bisher die VR-Technik und den Parcours noch nie zusammen testen, weil der wird ja jetzt aufgebaut. Ich hoffe einfach, das klappt. Ich hoffe einfach, das klappt. Es wird bestimmt klappen. Wenn nicht, wäre es echt traurig. Okay, am Samstag die letzte Doku auf dem Channel und am Sonntag 14 Uhr geht's los. Also Leute, auf jeden Fall auf Marius Dings gehen. Ist hier der erste Link in der Beschreibung. Checkt ihn auf jeden Fall aus. Geiler Dude, geiles Projekt. Ey, ich freue mich mega drauf. Peace.